Auf dem Automobilsektor haben wir wie viele andere auch Fabriken über die Welt verteilt in den wichtigen Regionen. Was wir aber zusätzlich haben, und da kommt der erste wichtige Punkt für das weite nach vorne schauen, für die Langfristigkeit in der Hyundai-Planung: Wir haben in jeder wichtigen Region der Erde ein Forschungs- und Entwicklungszentrum. Unter anderem, oder auch in wichtigen Ländern, unter anderem auch in China und in Japan. Und wir wissen, zumindest auf politischer Ebene, sind diese Länder nicht unbedingt die allerbesten Freunde, aber nichtsdestotrotz, wirtschaftlich ist entschieden worden vor langer Zeit, dort diese Zentren zu errichten, um direkt den Input vom Markt zu haben und zu verstehen, was braucht dieser Markt, was brauchen diese, was möchten die Kunden haben und wie können wir dem am besten entsprechen. Herr Sach hat es angekündigt, wie passt das alles zusammen, die asiatische Mentalität, die koreanische und die deutsche. Was passiert also, wenn der koreanische Charakter auf deutsche Tugenden trifft? Der koreanische Charakter ist zum einen Fleiß. Der Durchschnittsdeutsche arbeitet im Jahr ungefähr 1400 Stunden. Wir haben immer gedacht, die Japaner arbeiten viel. Der Durchschnittsjapaner arbeitet 1800 Stunden und der Durchschnittskoreaner 2100 Stunden im Jahr. Bildungseifer, ein anderes Thema. Bei den diversen PISA-Studien, die jedes Jahr erstellt werden, die Koreaner stehen immer auf dem Podium. Detail, Detail, Detail. Wissen ist Macht. Man will viel wissen, man will tief wissen, man will eigentlich alles wissen. Jetzt können Sie sagen, wie produktiv ist das? Komme ich gleich zu. Innovationskraft. Im letzten Jahr hat Korea 205.000 Patente eingereicht, Deutschland 33.000. Da sehen Sie, da wird richtig fleißig gearbeitet. Und was ist, wenn das jetzt auf deutsche Tugenden trifft? Präzision, Effizienz, Effektivität, Qualität und auch Produktivität. Denn das Ergebnis, was bei uns herauskommt, ist, dass das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf fast doppelt so hoch ist wie das von Korea. Aber die Lücke wird ständig kleiner. Seit 2013 ist Kaufgrund Nummer 1 für Hyundai-Kunden in Deutschland Design. Ist auch für uns überraschend gewesen. Wir haben uns sehr darüber gefreut und das ist nach wie vor heute so. Das Preis-Leistungs-Verhältnis, wo wir auch sehr bekannt für sind, ist an die zweite Stelle gerutscht und die Kombination von beiden, Design kreiert Emotionalität, Preis-Leistungs-Verhältnis ist die Ratio. Wenn wir da noch stärker werden, kommen wir auch noch weiter nach vorne. Hyundai ist kein asiatisches Schnäppchen mehr, sondern ein ernstzunehmender Wettbewerber mit konventioneller Technologie, aber auch mit der fortschrittlichsten Technologie, die wahrscheinlich am Markt ist, mit der Brennstoffzellentechnologie. Und Hyundai wird ein riesiges Entwicklungspotenzial für die nahe und mittlere Zukunft zugesprochen. Darüber freuen wir uns. Also es wird sich mit Sicherheit der Anteil an emissionsarmen bzw. emissionsfreien Technologien erhöhen. Ich glaube aber nicht, dass dann dieser Anteil schon den Löwenanteil der Industrie ausmacht. Ich glaube auch nicht, dass es ein signifikanter Anteil ist. Ich bin der Meinung, das wird nach wie vor relativ überschaubar sein. Was wichtig ist, dort in Vergleich zu bringen, beziehungsweise was einen Effekt haben wird, wie weit kommen die Hersteller an die 95-Gramm-Grenze, die ja vorgeschrieben ist, mit konventionellen Antrieben und wie viel müssen sie, wenn sie denn 95 erreichen wollen, durch andere, durch emissionsfrei, durch Elektro, durch Brennstoffzelle, durch Hybrid kompensieren. Aber ich glaube nicht, dass wir eine sehr steile Kurve sehen werden, allein schon aus der Tatsache, weil es da noch zu wenig Unterstützung gibt und die Technologien für Hersteller und Kunden nach wie vor ziemlich teuer sind.